Dann suchen wir uns mal einen Weg jetzt zu der Insel darüber. Hier können wir nicht durch. Was komisches. Aber es wäre eh zu weit wahrscheinlich. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier einen Weg rum, der einigermaßen nah am Turm ist und versuchen dann durch diese Begrenzung hier durchzubrechen. An manchen Stellen geht das wohl, aber nicht überall. Hier wäre schick. Nee, will er nicht. Okay, hier irgendwo. Nein, vielleicht hier direkt bei dem Blauen. Ja, hier geht's. Solana hat einmal einen Schaden eingesteckt, aber das passt soweit. Okay, ich speichere jetzt am besten hier nochmal kurz ab. So, ja. Damit wir nicht extra wieder hinlaufen müssen, damit wir die Frage gleich wieder vergeigen. Und dieses Mal achten wir, beziehungsweise achte ich besonders darauf, was die beiden Herren denn so sagen. Denn irgendwo darin wird bestimmt versteckt sein, was man sagen muss. Ihr wagt es, in meinen Turm einzudringen? Sicher schickt euch Sabrina. Immer schon war sie erpicht auf meine Kristallkugel. Aber wenn sie denkt, in euch hätte sie jemanden gefunden, der meiner Macht trotzen kann, hat sie sich getäuscht. Ich werde einen Helfer beschwören, der euch das Fürchten lehrt. Wer wagt es, mich aus meiner Dimension zu zerren und mein Tun für Resinde zu unterbrechen? Ich sehe hier keinen, der dessen würdig genug wäre. Er entzieht sich meiner Kontrolle! Praios, steh mir bei! So äußert euer Flehen mit Demut, denn einer wird meinen tödlichen Zorn zu spüren bekommen. Vernichtung den Eindringlingen! Errichtet euer Flehen mit Demut. Es geht da nicht darum, was wir wollen, sondern wir müssen flehen. Wir müssen also betteln darum, dass er uns nichts tut. Und der Magier grölt jetzt rum, töte, töte, töte. Das hört sich nicht wirklich nach Betteln an, also haben wir eigentlich leichtes Spiel. Wir könnten sagen, bitte. Nicht bitte. Bitte. Einer schlimmer als der andere. Nein. Tod! Den Feinden der Hesinde! Du bist ihr Bote und mein Diener! Okay, was sagt man, wenn man bettelt? Bitte nicht, nein, verschone uns. Verschonen vielleicht. Verschonen. Schreibt man das so? Es scheint, der alte Mann spricht überlegter als ihr. Vernichte die Brut doch endlich! Okay, also bitte ging nicht, verschonen ging nicht. Hatten wir schon mal fliehen probiert? Ich glaube ja, Flucht hatten wir probiert. Demut? Das wäre, glaube ich, zu... Ja, probiere ich Demut. Demütig. Winseln. Nee, komm. Das ist mir jetzt zu albern. Ich bin mal ganz kurz auf einer gewissen Seite und gucke nach der Antwort. Ja. Hilfe. Dieses Mal erfülle ich dein Trachten. Doch wage es nicht, mich noch einmal zu rufen! Und? Was zur Hölle? Da gucke ich schon extra eine Komplettlösung, obwohl das eigentlich etwas ist, was ich absolut nicht mag, wenn man dazu gezwungen wird. Weil es hier anscheinend nur ein, zwei bestimmte Schlüsselwörter gibt. Und dann ist es auch noch falsch. Also laut dem Forum sollte man Hilfe schreiben. Oder was war das andere? Gucken wir ganz kurz. Hilfe oder Gnade. Okay, jetzt müssen wir wieder da rein. Ihr wagt es, in meinen Turm einzudringen?
Sicher schickt euch Sabrina. Immer schon war sie erpicht auf meine Kristallkugel. Aber wenn sie denkt, in euch hätte sie jemanden gefunden, der meiner Macht trotzen kann, hat sie sich getäuscht. Ich werde einen Helfer beschwören, der euch das Fürchten lehrt. Wer wagt es, mich aus meiner Dimension zu zerren und mein Tun für Hesinde zu unterbrechen? Ich sehe hier keinen, der dessen würdig genug wäre. Er entzieht sich meiner Kontrolle! Praios, steh mir bei! So äußert euer Flehen mit Demut, denn einer wird meinen tödlichen Zorn zu spüren bekommen. Vernichtung den Eindringlingen! So. Also. In der Lösung steht drin, ich soll Hilfe schreiben oder Gnade. Hilfe habe ich eben gerade geschrieben, das hat gar nichts gebracht, aber vielleicht muss man ja dreimal eins von den beiden Wörtern benutzen, was ich absolut lächerlich finde. Also sowas geht gar nicht. Wenn man schon solche Sachen programmiert, wo es eine Antwort gibt, dann muss es auch viele Variationen der Antwort geben. Also sowas wie zum Beispiel ganz am Anfang hatte ich, was hatte ich geschrieben, Frieden. Das müsste eigentlich auch wie Hilfe oder Gnade oder irgendwas in der Richtung ausgelegt werden. Aber nur nach ganz speziellen Wörtern zu fragen und dann begrenzte Antwortmöglichkeiten zu haben, ist einfach nur doof. Aber gut, wir schreiben jetzt Gnade. Gut gekontert, Witzling! Ja, das scheint zu funktionieren. Tod den Feinden der Hesinde! Du bist ihr Bote und mein Diener! Es scheint der alte Mann! Spricht überlegter als ihr. Ah, wir müssen beides einmal sagen. Vernichte die Brut doch endlich! Mich zu rufen ist nicht alles. Kontrolle ist Macht. Einen solchen Fehler begeht keiner ein zweites Mal. Na also, Mann. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr von solchen Sachen. Welche der erbeuteten Gegenstände wollt ihr mitnehmen? Alle. Kristallkugel für die Hexe und ein Noctrux-Dokument. Und kein Kampf. Sehr schön. Also Noctrux-Dokument. Tun wir mal zu dem anderen hier hin. So. Und was steht da drauf? Benutzen. Das scheinen magische Zeichen zu sein. Es handelt sich offensichtlich um eine Transformationsanleitung und eine kleine Abbildung ist als Heidekraut. Was? Ist als Heidekraut zu erkennen. Oh, das könnte die Möglichkeit sein, unseren Gesuchten von einem Zombie zurück zum Menschen zu verwandeln. Wenn wir ihn erstmal irgendwann gefunden haben. So, jetzt müssen wir zurück zur Hexe. Ich will nicht schwimmen, also teleportieren wir uns. Bewegung, Transversalis, Teleport. Komm schon. Bewegung, Transversalis, Teleport. Letzter Versuch. Dalana, Bewegung. Transversalis, Teleport. Nö. Super. Jetzt haben wir uns nicht teleportieren können und haben keine Astralenergie mehr. Geht's da rauf? Jo, da wollen wir nicht lang. Wir wollen. Wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen ganz außen einmal rum. Und dann bei den Echsen durch, wenn wir das so einigermaßen hinbekommen. Also ich hätte wahrscheinlich anders runterschwimmen sollen. Aber auf dem Hinweg konnten wir nicht ins Wasser schwimmen. Es wäre dann ärgerlich, wenn wir auf dem Rückweg nicht hochkommen würden und dann ertrinken. Beziehungsweise nur Talana ertrinken. Die anderen können ja anscheinend gut genug schwimmen. So. Hier müssten jetzt gleich die Ex-Menschen kommen. So, genau. Einmal kurz hops. Sehr schön. Südlich raus. Und dann hilft uns die alte Frau hoffentlich erstmal ihn zu finden und dann zurück zu verwandeln. Dafür brauchst du wahrscheinlich diese Dokumente und das Heidekraut.
Das heißt, sie wird uns gleich wieder losschicken müssen. Ich werde heilfroh sein, wenn wir endlich wieder draußen sind. So. Da. Die Alte nähert sich euch mit einem zynischen Grinsen auf den Lippen. Ich hatte gehofft, dass ihr es schafft, aber Hauptsache ist, der Magier ist tot. Leider habe ich in der Zwischenzeit erfahren müssen, dass ihr auch nicht viel besser seid. Auch ihr habt meine Tiere getötet. Ihr versteht sicherlich, dass ich euch nicht mehr helfen kann, sondern stattdessen eure Frevel bestrafen muss. Warum ist geblendet? Nein! Okay, wir haben keine Astralenergie, aber wenigstens haben wir Gerugons zwei Hände. Genau, und Tyrix Axt. Auch wenn er noch nicht angreifen kann. Sichern, und du machst nichts. Komm schon, du musst jetzt richtig schön schnell treffen, bevor sie nochmal... Aua, nochmal zaubern kann, wollte ich sagen. Also Myrrhe muss gleich weg. Oh, oder auch nicht. Die Hexe ist tot. Sehr schön. Du schießt mal von hier aus. So. Gute Sache. Jetzt haben wir eine tote Hexe. Wir haben diese komische Kristallkugel, die Dokumente und müssen wahrscheinlich jetzt alles selber machen. Das ist ja noch toller. Ist irgendwas da drin? Nö, sie hat auch keine Beute dabei gehabt. Ich guck nochmal zu deren Kräutergarten. Ob da vielleicht das Heidekraut ist? Nö. Wie finden wir jetzt das Heidekraut? Also es muss wahrscheinlich irgendwo auf dem festen Land sein. Also wo es so grün ist wie hier. Da gab es noch eine Stelle, wo wir immer wieder genächtigt hatten. Sonst bei den Ex-Menschen oben vielleicht. Oder die eine Stelle, die so braun war, die wir vor kurzem erst wieder aufgedeckt hatten. Also nicht da, wo der Verschlinger war, sondern eine Folge darauf. Das müsste hier gewesen sein. Sonst bei dem Karren auch noch. Also ja, es gibt eine Menge, was wir abklappern können. Aber dann haben wir es hoffentlich bald... Hier ist der Karren. Ja. Und dann haben wir es hoffentlich bald geschafft. Wenn wir dann erstmal auch den Jüngling gefunden haben. Weil was bringt es uns, wenn wir alle Sachen haben, aber ihn nicht finden? Und wo wir nach ihm suchen müssen, wissen wir jetzt auch gar nicht. Wir können dann versuchen, einfach immer wieder irgendwelche Zombies zu bezaubern, wenn das denn im Kampf geht. Hoffentlich ist es nicht irgendeine Wurzel. Also ja, hier sollen wir auf Gegner treffen, dass wir dann einfach mal da was reinwerfen. Und sonst müssen wir hoffen, dass wir unterwegs irgendwo ein Zufallsereignis haben, wo wir ihn dann finden. Vielleicht wird das auch erst freigeschaltet, wenn wir alle Sachen haben. So, hier war der Verschlinger. Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Kraut in der Ecke aufgetaucht. Vorher war bei ihm ja nichts zu holen. Der stand einfach nur alleine hier in der Ecke. Also da im Raum. Aber nö, schaut nicht so aus. Nö, hier ist nichts. Okay, beim Karren war nichts, bei dem Verschlinger war nichts. Dann halt zu den Echsen. So. Was haben wir hier drüben eigentlich? Karte? Im Norden? Ist das Norden? Ja. Da ist irgendwas. Können wir da von hier aus vielleicht hin? Oh, Belmar, sehr schön. Flupp. Wenn hier irgendeine Verbindung
wäre... Ah, hier oben. Sehr schön. Das ist jetzt aber auch ein neuer Bereich, oder? Jo. Also können wir es gut haben, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Was in unserer momentanen Verfassung nicht so eine gute Idee wäre. Orks. Ja, okay. Hoffen wir mal, dass es nicht zu starke Orks sind. Und Myrrhe muss da gleich ganz schnell weg. So, noch ein und schießen. Auf den da. Genau, direkt vor. Am besten dahin, damit wir ganz schnell einen Ork schon umbringen können. Und es sind natürlich zähe Orks. Der hat jetzt schon über 30 Trefferpunkte eingesteckt. Du kannst gar nichts machen und gehst nach hinten. Komm schon. Der fliegt, sehr schön. Einer weniger. Dann alle beide auf den da. Oh. Oh, 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 oh. Du fliehst. Ja. Und du fliehst auch gleich. Das heißt, wir werden die gleich wieder irgendwo auf der Karte einsammeln müssen. Weg, 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 weg. Komm schon. Erik ist auf halber Lebensenergie. Und der nächste flieht. Sehr schön. Was für eine üble Ecke hier. Auf den da. Der ist tot. Auf den da. Gerugon, den da. Der müsste jetzt eigentlich auch gleich fliehen. Sehr schön. Und nur noch einer. Angriff auf den. Angriff. Nein, nein. Angriff auf den. So. Helden sind alle beisammen. Aber wenn ich Kampf gewonnen haben, sind die jetzt anscheinend doch nicht verstreut auf der Karte. Sehr gut. Myrrhe sieht echt nicht gut aus. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut machen und die Helden rasten lassen, solange bis sie wieder einigermaßen fit sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder.